Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Sendung. Für 74% der Deutschen ist er die wichtigste moralische Instanz in unserem Lande. Und damit lässt er nicht nur den Papst hinter sich und alle aktuellen Politiker, sondern sogar Franz Beckenbauer. Die Menschen vertrauen ihn, obwohl er lange schon nicht mehr im Amt ist. Und wenn er spricht, hört nicht nur seine Partei, die SPD, etwas genauer hin, sondern das ganze Land. Ich freue mich sehr, dass er heute Abend zu Gast ist. Herzlich willkommen, der Bundeskanzler außer Dienst Helmut Schmidt. Guten Abend. Guten Abend, Frau Maischberger. Herr Schmidt, es war für Sie ein schweres Jahr. Wie geht es Ihnen heute? Nicht ganz so gut wie voriges Jahr. Das ist eine hanseatische Untertreibung. Stimmt. Ja. Die Menschen haben Anteil genommen im ganzen Land und sie haben sich auch Sorgen um Sie gemacht. Haben Sie das überhaupt mitbekommen in der Größe? Das habe ich mitbekommen. Ich finde es auf der anderen Seite meiner Frau gegenüber nicht ganz angemessen, denn sie war eine Person aus eigenem Recht. Und nicht etwa war sie die Ehefrau des ehemaligen Politikers. Man hat sie öffentlich trauern sehen. Ich habe mich gefragt, ob Ihnen das in einer besonderen Weise auch unangenehm war, weil Sie nicht zu den Menschen gehören, die ihre Gefühle zeigen. Was Sie da zuletzt gesagt haben, ist richtig. Angenehm ist es nicht, wenn man tief traurig ist und gleichzeitig die Kameras des Fernsehens auf das eigene Gesicht gerichtet werden. Ihr Büro sagt, Sie haben sehr, sehr viele Briefe bekommen. Und wir kennen Sie als einen Mann, der eigentlich alle Briefe bisher immer beantwortet hat. Wären Sie in der Lage, allen zu antworten, die Ihnen geschrieben haben? Nein, das können wir nicht. Tausende kriegen eine gedruckte Dankkarte. Wenn man sich Ihren Terminkalender der letzten Woche nur anschaut, hat man das Gefühl, der Arbeitsmensch Helmut Schmidt nimmt alles wahr, was in seinem Kalender steht und hat nicht nachgelassen. Ganz im Gegenteil. Hilft die Arbeit in dieser Zeit? Die Arbeit hilft, das ist richtig. Das Wort im Gegenteil ist nicht ganz richtig. Ich arbeite auch nicht mehr als früher. Aber auch nicht weniger. Auch nicht weniger. Wie viele Zeitungen lesen Sie am Morgen? Am Stück, wie man bei uns sagt, lese ich vielleicht 6 oder 7 Zeitungen. Aber ich habe eine besondere Technik entwickelt, Überblick über die Welt zu behalten, indem ich durch die Liebenswürdigkeit unserer Diplomaten jeden Tag auf den Tisch kriege, die Presseübersicht, die zum Beispiel der Pressereferent der deutschen Botschaft in Moskau für seinen Botschafter machen muss und fürs Auswärtige Amt. Und dasselbe kriege ich aus Beijing, aus Warschau, aus Prag, aus Paris. Englische Zeitung lese ich am Stück, amerikanische auch. Das heißt, ich lese nicht nur Zeitungen, sondern auch Übersichten über das, was die Zeitungen dieser wichtigsten Staaten der Welt selber schreiben. Und das ist mindestens so gut, als ob man die Zeitung am Stück blättern muss und noch einmal blättern muss und blättern muss, bis man auf das Stück stößt, was einen wirklich interessiert. Und dann sitzen Sie wie viele Stunden am Schreibtisch? Es kommt drauf an, wann ich müde werde, aber insgesamt doch wohl zwischen 40 und 50 Stunden in der Woche.
Ist Ihnen bei der Lektüre das Thema Euro-Finanzkrise in diesem Jahr auch als das drängendste erschienen? Haben Sie ein wichtigeres gefunden? Als eines der drängendsten. Die ökonomische Krise der Vereinigten Staaten von Amerika ist mindestens genauso drängend. Haben Sie zu Hause noch eine D-Mark? Und verstehen Sie die Sehnsucht der Deutschen nach der alten D-Mark? Die Sehnsucht kann ich verstehen, sie ist ungerechtfertigt. Denn wenn wir die D-Mark noch hätten, dann wäre die D-Mark infolge der Spekulation der 30.000 Wertpapier- und Währungshändler in der Welt. Die hätten die D-Mark aufgewertet. Das heißt, unser Export wäre wesentlich zusammengebrochen und wir hätten Hunderttausende, vielleicht mehr als 1 Million Arbeitsplätze verloren. Das macht sich der normale Bürger nicht klar. Der Euro, haben Sie gesagt, ist in dieser Situation gut für Deutschland gewesen. Wir erlauben uns einen kleinen Rückblick auf den Start der gemeinsamen Währung. Eine Idee, die 1978 von einem Franzosen und einem Deutschen auf den Weg gebracht worden ist. Valéry Giscard d'Estaing und Helmut Schmidt. Die deutsch-französische Zweisamkeit innerhalb der Neuen, die Führungsrolle, die Helmut Schmidt und Giscard d'Estaing gerne spielen möchten, sorgte zwar nicht für Krach, aber hier und da für Verstimmung. In Erfüllung ging ein Plan des französischen Präsidenten, den dieser mit Helmut Schmidt vorbesprochen, den beide bei der letzten Ratssitzung in Kopenhagen vertreten hatten. Den Plan eines eigenen europäischen Währungssystems. Helmut Schmidt verteidigt die möglichen Kosten einer Währungsunion. Wenn Sie von einem Preis sprechen, den wir dafür zahlen müssten, das mag so sein, dass wir hier und da und dort Opfer zu bringen haben. Nur wird man später erkennen, dass es gar keine Opfer waren, sondern dass es Vorauszahlungen gewesen sind für einen wirtschaftlichen Erfolg, von dem wir Deutschen hinterher auch ganz erheblich profitieren werden. Sie sind mit Schuld am Euro. Kurz gefasst und damit mit Schuld an der Unruhe in Europa? Das kann man so sagen, aber korrekt ist es nicht. Denn was wir damals gemacht haben, war die Herstellung eines europäischen Währungssystems unter Aufrechterhaltung des Francs und Aufrechterhaltung der D-Mark. Was wir heute haben, hat den Franc abgeschafft und die D-Mark abgeschafft. Das haben wir damals nicht gewollt. Allerdings habe ich es im Prinzip nicht etwa missbilligt, als das 1991, 92 beschlossen worden ist. Nun muss man aber auch noch hinzufügen, dass damals, heute vor beinahe 20 Jahren, einige schlimme Fehler gemacht worden sind. Zum Beispiel hat man mit Recht gesehen, dass die gemeinsame Währung verlangt, einigermaßen gemeinsame staatliche Fiskalpolitik, Verschuldungspolitik. Dafür hat man einen sogenannten Stabilitäts- und Wachstumspakt geschlossen. Aber der ist nie ratifiziert worden. Es ist kein rechtlich bindender Vertrag, leider. Und das Allerschlimmste ist, die Deutschen und die Franzosen haben als allererste diesen Vertrag gebrochen. Viel früher als die Griechen. Aber nicht in der gleichen Höhe, wenn man das vergleicht. Es war ein kleineres Vergehen. Es war ein ganz eindeutiger Verstoß. Und die Höhe spielt dabei keine Rolle. Wenn die beiden wichtigsten Staaten Europas gegen den Pakt verstoßen, muss man sich wundern, wenn einige kleine auch gegen denselben Pakt verstoßen, muss man sich nicht wundern. Sie haben gesagt, und das in diesem Monat. Bis jetzt hat die Idee der gemeinsamen Währung meine volle Unterstützung. Und wir fragen uns, ab wann hat sie denn nicht mehr ihre volle Unterstützung? Zum Beispiel dann, wenn man nach Griechenland und Irland, demnächst vielleicht auch Spanien, Portugal oder Italien retten soll? Sie hat auch morgen und übermorgen meine Unterstützung, weil die Europäische Zentralbank, geführt von einem Franzosen, Jean-Claude Trichet, ihre Sache bisher
makellos gemacht hat. Natürlich muss man Staaten wie Griechenland und andere haben sie genannt, helfen. Der Fehler, den wir in Berlin gemacht haben, war zunächst zu sagen, wir wollen gar nicht helfen. Mhm. Unser gutes Geld geben wir doch nicht her dafür, dass die Griechen früher in Rente gehen als wir Deutschen. Das war verkehrt. Und für die Zukunft werden wir noch viel mehr helfen müssen. Müssen wir? Als bisher. Ja, man muss sich nur mal vorstellen, wie das vor sich gehen soll, wenn etwa ein Land wie Griechenland seine eigene Währung wieder einführt. Oder Deutschland seine eigene Währung. Dann würde, ehe es diese Währung gibt, die Spekulation in London und in New York dafür sorgen, dass diese neue Währung bis in den Keller abgewertet wird oder umgekehrt die neu entstehende deutsche Mark würde bis in den Himmel aufgewertet werden und von unseren Exportüberschüssen bliebe überhaupt nichts nach. Im Gegenteil, wir würden mit dem Wegfall von Exporten gleichzeitig einen Wegfall von Hunderttausenden, vielleicht mehr als einer Million Arbeitsplätze erleben. Mhm. Das heißt, wenn man ein bisschen weiterdenkt, den Euro sich wegdenkt und ersetzt durch nationale Währung, dann haben wir es zu tun mit einem chaotischen Zustand. Es gibt Vorschläge, die sagen, lasst uns doch den Euro erhalten, aber in zwei Teilen. Die nördlichen Länder, die haushaltspolitisch in Ordnung sind, kriegen den Nordeuro und die geldausgebenden Olivenländer kriegen einen Südeuro. Halten Sie gar nichts davon? Davon halte ich auch nicht viel, weil die Effekte, die eintreten würden, dieselben sind, die ich eben geschildert habe. Der Südeuro würde abgewertet werden bis in den Keller und der sogenannte Nordeuro würde aufgewertet werden und unsere Exporte würden zurückgehen. Aber was ist die Konsequenz, wenn man alle Länder, die in finanzpolitische Not geraten, nun unter einen Rettungsschirm stellt? 440 Milliarden hat uns der erste gekostet. Über einen zweiten wird gerade gesprochen. Was haben wir dann am Ende für eine Situation? Höhere Inflation? Das sind im Grunde Größenordnungen, die noch nicht heranreichen an die Größenordnung, die zum Beispiel die Vereinigten Staaten von Amerika zur Stützung ihrer Wirtschaft bereitgestellt haben. Mhm. Außerdem würde ich nicht meinen, dass wir den Ländern helfen sollen, ohne Bedingungen zu stellen. Eine der Bedingungen wäre, dass sie in Zukunft in einem gewissen Zeitmaß ihre Staatsverschuldung zurückfahren müssen. Mindestens darf sie nicht größer werden in den nächsten Jahren. Und im zweiten, dritten, vierten Jahr müsste sie langsam abgebaut werden. Man muss helfen, aber man darf dann auch Bedingungen stellen. Wir haben leider das Umgekehrte gemacht. Wir haben ganz laut über die Bedingungen geredet und haben beinahe genauso laut gesagt, helfen wollen wir aber nicht. Gibt es eine Grenze dieser Hilfe oder glauben Sie, wir können im Prinzip den ganzen vielleicht östlichen und südlichen Euroraum unterstützen? Ich würde es für falsch halten, eine Grenze festzulegen. In Wirklichkeit geht es eigentlich um ein anderes Problem. Die heutige Europäische Union besteht aus 27 Staaten. Das sind ein bisschen zu viele. Das kann man nicht rückgängig machen. Die heutige Euro-Währung umfasst 16 oder 17 Staaten. Das sind ein bisschen zu viele. Kann man auch nicht rückgängig machen. Was man aber dringend braucht, ist eine gemeinsame ökonomische Politik dieser 16 oder 17 Staaten. Und da fehlt es an Entschlusskraft. Da fehlt es an Führung. Wir haben vorhin im Film Giscard d'Estaing gesehen, so ein Mann fehlt zurzeit in Frankreich. Der heißt heute Sarkozy und hat nicht Ihr Vertrauen? Das hat mit meinem Vertrauen nichts zu tun. Das hat was zu tun mit der ökonomischen Kompetenz, die zum Beispiel
Giscard besaß und die man im Augenblick in Paris ein bisschen vermisst. Sind Sie denn zufrieden mit der ökonomischen Kompetenz in Deutschland, der Kanzlerin? Da muss ich lange zögern, ehe mir eine diplomatische Antwort einfällt. Dann sagen Sie doch etwas Undiplomatisches. Nee. Ich will mich nicht in die Tagespolitik hineinziehen lassen. Aber Sie finden nichts, was Ihnen gefällt, offensichtlich. Das ist eine Übertreibung. Ich finde eine ganze Menge, was mir gefällt, aber ich finde leider auch einiges, was mir nicht gefällt. Was ist der größte Fehler, den Deutschland im Moment macht? Zum Beispiel einer der ganz großen Fehler war im Mai, Juni diesen Jahres, noch vor dem Beginn des Sommers, den Griechen zu erzählen, wir wollen euch nicht helfen. Das war ein Fehler. Natürlich muss man helfen. Haben Sie Vertrauen zum Finanzminister Deutschlands? Persönlich habe ich in Wolfgang Schäuble ein ganz großes Vertrauen, auch ganz großen Respekt. Aber ich sehe auch, dass die internationalen, die globalisierten Kapitalmärkte, das globalisierte Bankwesen, Schattenbankwesen, Fondswesen für ihn relativ neu ist. Für viele. Er muss das on the job lernen. Das ist nicht leicht. Das ist nicht leicht. Und kann man sich auf unseren Außenminister verlassen, was seine Führungskraft angeht im europäischen Konzert? Ich glaube nicht, dass Sie im Ernst eine Antwort von mir erwarten. So schlimm? Ich habe nichts hinzuzufügen. Was ist denn, wenn es nicht gelingt, das Euro-Land, Sie haben ja jetzt eine Frist genannt, zu einen? Was ist denn, wenn Europa scheitert? Kann es scheitern? Es ist ein großes Wort. Aber tatsächlich steht in diesem Jahrhundert die Selbstbehauptung der europäischen Zivilisation auf dem Spiel. Wir haben von diesem Jahrhundert nur das erste Jahrzehnt hinter uns. Am Ende des Jahrhunderts werden wir Europäer alle zusammen, alle 27 Staaten zusammen, nur 5% der Weltbevölkerung ausmachen, während China alleine 1,5 Milliarden Menschen sein wird. Indien alleine auch 1,5 Milliarden Menschen sein wird. Dazu kommt Pakistan, dazu kommt Indonesien, dazu kommt vor allen Dingen Brasilien. Dazu kommt möglicherweise eine Art Bündnis oder Zusammenspiel einer Reihe von islamisch geprägten Staaten. Von 200 Staaten auf der Welt ist ein Drittel islamisch geprägt. Die werden von den Europäern, auch von den Amerikanern, einstweilen ziemlich überheblich behandelt, ziemlich arrogant behandelt. Das ist provokant, eine Herausforderung. Und es kann also durchaus sein, wenn die Europäer ihren ökonomischen Auftrag nicht erfüllen, es kann durchaus sein, dass am Ende des Jahrhunderts Europa eine Randerscheinung der Weltzivilisation und der Weltpolitik sein wird. Wenn es so käme, müssten wir das ertragen. Mhm. Aber einstweilen haben wir noch die Möglichkeit zu steuern, mitzusteuern. Dazu müssten wir allerdings das tun, was wir vorher besprochen haben, nämlich eine gemeinsame ökonomische Politik zustande zu bringen. Eine gemeinsame Politik, was die Verschuldung der Staaten angeht, zustande zu bringen. Auch eine gemeinsame Politik, was die Besteuerung der eigenen Wirtschaft angeht. Also weniger Nationalstaat, mehr Verantwortung nach Brüssel. Und das muss man den Menschen schmackhaft machen. Nicht unbedingt nach Brüssel, aber etwas mehr Abgabe von Souveränitäten an eine gemeinsame ökonomische Politik. Nicht unbedingt nach Brüssel. Brüssel ist ein unangenehmes Schlagwort, weil es in der Vorstellung sofort das Bild von 27 Kommissaren auslöst und die insgesamt nun alles andere sind als eine handlungsfähige europäische Regierung. Sie haben gerade über die Vereinigten Staaten von Amerika gesprochen.
Den Präsidenten haben Sie dabei nicht explizit erwähnt. Er ist mit viel Hoffnung gestartet, Barack Obama. Hm. Liegt es an den Umständen oder an der Person, dass er zur Halbzeit so entzaubert ist? Da spielt vieles zusammen. Einer der Faktoren liegt bei ihm selber. Er hat Hoffnungen erweckt, die weit über die wirklichen Möglichkeiten hinausgingen. Zum Beispiel hat er die Hoffnung erweckt, dass wir im Sommer des kommenden Jahres, das sind jetzt noch 6 Monate, anfangen mit dem Rückzug aus Afghanistan. Danach sieht es in Wirklichkeit überhaupt nicht aus. Das ist eine von den vielen Hoffnungen. Er hat Hoffnungen erweckt in Bezug auf Guantanamo. Davon ist in Wirklichkeit kaum etwas zu erkennen. Er hat Hoffnungen erweckt darauf, dass solche Schweinereien wie Abu Ghraib sich nicht wiederholen. Diese Hoffnung hat sich erfüllt. Einiges hat sich erfüllt, anderes ging weit über seine Möglichkeiten hinaus und hat zu Enttäuschungen geführt. Ist er trotzdem eine Führungsfigur, wie man sie sich wünschen kann, in Ihrer Definition? Jedenfalls vom europäischen Interesse aus gesehen, ist er eine bessere Führungsperson als sein unmittelbarer Amtsvorgänger. Kann es sein, dass wir eine US-Präsidentin bekommen, die Sarah Palin heißt? Das kann man nicht ausschließen. Ist nicht ganz besonders wahrscheinlich, aber man muss es für möglich halten. Hat Karl Theodor zu Guttenberg, der deutsche Verteidigungsminister, Charisma, hat er Hoffnungen geweckt, die er halten kann? Er ist sicherlich charismatisch begabt, so wie manche andere auch. Er hat sicherlich einen erheblichen Vertrauensvorschuss eingesammelt. Sein Problem ist, dass er eines der schwierigsten Ämter zu verwalten hat, die denkbar sind, nämlich Afghanistan, den Krieg zu führen. Ein Krieg, den er nicht angefangen hat, für den er keine Verantwortung hat, aber den er nun irgendwie zu einem glimpflichen Ende bringen muss. Und in Wirklichkeit ist seine Macht, ihn zu Ende zu bringen, relativ klein, verglichen mit der Macht des amerikanischen Präsidenten. Oder auch verglichen mit der Macht des englischen Premierministers oder des französischen. Das sind beides Chefs von Nuklearmächten, von atomar gerüsteten Mächten. Das sind wir nicht, Gott sei Dank nicht. Es gibt viel Kritik am Besuch des Verteidigungsministers bei den Truppen in Begleitung seiner Frau. Die Kritik wird sehr scharf, vor allem auch von den Sozialdemokraten, geäußert. Hätten Sie als Verteidigungsminister Ihre Frau jemals in ein Kriegsgebiet mitgenommen? Ich hatte das Glück, keinen Krieg führen zu müssen. Infolgedessen bleibt es eine theoretische Frage. Die praktische Frage ist, teilen Sie die Kritik Ihrer Partei an diesem Auftritt? Ich weiß nicht, was meine Partei kritisiert hat, deswegen kann ich es auch nicht teilen. Ist es in Ordnung, dass man die Frau ins Kriegsgebiet mitnimmt als Verteidigungsminister? Ich habe mich darüber gewundert. Gewundert? Hm. Ist das wertfrei? Ich bleibe bei dem, was ich gesagt habe. Der Verteidigungsminister macht mit der Bundeswehr einen epochalen Wechsel. Wir wollen, um das zu verstehen, noch einmal in das Jahr 1958 zurückgehen. Im Prinzip macht Karl Theodor zu Guttenberg das, was der damalige Wehrexperte der SPD mal vorgedacht hat. Das ist der erste Auftritt von Helmut Schmidt in der Tagesschau. Wie gesagt, das Jahr ist 1958. Meine Damen und Herren, nach vielfältiger Presseberichterstattung hat Herr Minister Strauß vor einigen Tagen erklärt, die Bundeswehr käme mit 12 Monaten Dienstpflicht nicht aus, man sollte noch weitere 3 Monate daran hängen.
Es hat dagegen vielfältige Proteste gegeben. Vor allen Dingen haben wir Sozialdemokraten erklärt, dass wir eine entsprechende Änderung des Wehrpflichtgesetzes keineswegs billigen würden. Diese Proteste haben jetzt Herrn Minister Strauß zu einem deutlichen Rückzieher veranlasst. Ich sehe darin eine indirekte Bestätigung für die Richtigkeit unserer alten These, dass man nämlich die Bundeswehr auf der Basis länger dienender Freiwilliger aufbauen sollte. Dass man die Bundeswehr auf der Basis länger dienender Freiwilliger aufbauen sollte. Im Prinzip haben Sie das vorausgedacht oder verlangt, was Gutenberg jetzt macht. Er schafft die Wehrpflicht ab. Wie einverstanden sind Sie damit? Die Wehrpflicht durfte so nicht weitergeführt werden, weil von 100 Wehrpflichtigen in Wirklichkeit nur ein ganz kleiner Bruchteil eingezogen wurde. Das heißt, es war tatsächlich ein fundamentaler Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes. Das heißt, er musste etwas ändern. Und er hat das getan, was als nächstes nahe lag, nämlich die Bundeswehr umzustellen, zum Teil auf länger dienende Freiwillige und zum anderen Teil auf Berufssoldaten, insbesondere was die Offizierssoldaten und die Generalität angeht. Eine der Fragen, die der jetzige Umbau, den er eingeleitet hat, aufwirft, ist, brauchen wir wirklich 180.000 Soldaten? Zu der Zeit, die wir da eben im Fernsehen noch einmal vorgeführt bekommen haben, gab es eine sehr ernsthafte Bedrohung durch die Sowjetunion. Die gibt es nicht mehr. Die Bedrohung durch die Sowjetunion setzte sich fort bis in die 80er Jahre. Zum Beispiel mit Raketen, die auf deutsche Städte gezielt waren. Und jede Rakete hatte 3 atomare Sprengköpfe. Es war eine ganz ernste Bedrohung. Dagegen brauchte man westliche militärische Kräfte. Dazu waren die Deutschen als Soldaten auch als Beitrag notwendig. Heute gibt es keine Sowjetunion. Es gibt niemanden, von dem man befürchten muss, dass er morgen die Tschechische Republik angreift oder Frankreich angreift oder Italien oder Deutschland. Man braucht nicht unbedingt 180.000 Soldaten. Vielleicht braucht man nicht einmal 100.000. Mir geht die Diskussion über den Umbau der Bundeswehr einstweilen noch nicht tief genug. Ich möchte ein bisschen länger die Diskussion ausgedehnt haben. Ganz abgesehen davon. Es redet sogar keiner darüber. Ganz abgesehen davon, dass im Grundgesetz kein Wort davon steht, dass wir eine Armee brauchen, die man in fremden Erdteilen einsetzen kann, was heute der Fall ist. Die Diskussion findet nicht wirklich statt. Richtig. Worüber Deutschland streitet, ist beispielsweise ein Bahnhof in Stuttgart. Haben Sie das verstanden? Habe ich verstanden, ja. Fanden Sie es angemessen? Der eigentliche Fehler liegt bei den Medien. Die Medien haben versäumt, in den voraufgehenden Jahren den Zeitungslesern und den Fernsehzuschauern klarzumachen, was da geplant wurde und welche Konsequenzen es haben würde. Ich nehme ein anderes Beispiel, nicht Stuttgart 21, nehmen Sie den Versuch, das Schulwesen in Hamburg völlig umzukehren. Gab es auch einen großen öffentlichen Protest dagegen. Man hat nicht rechtzeitig dem Volk erklärt, warum und wieso und mit welchen Konsequenzen. Ist das die Aufgabe der Medien, mit Verlaub, oder die Aufgabe der Politiker, die eine Entscheidung treffen, es so zu erklären, dass die Menschen es verstehen? Beide sind verantwortlich. Die Medien sind nicht zuletzt deswegen verantwortlich, weil sie die Debatten der Parlamente nicht mehr übertragen.
Das war zu der Zeit, die wir vorhin gesehen haben, ganz anders. Das ist nicht ganz richtig. Sie können die Debatten sehen, in Phoenix zum Beispiel. Ja, Phoenix ist einer von 30 Kanälen. Aber er ist da. Es gibt keinen einzigen deutschen Kanal, der zum Beispiel die Debatten des Europäischen Parlaments überträgt. Im Internet wäre es zu sehen. Ja, schön, im Internet. Ich, alter Mann, habe keine Lust mehr, mich ans Internet zu gewöhnen. Nein, Sie müssen ausnahmsweise auch mal anderen Leuten recht geben, nämlich mir recht geben. Die Medien versäumen eine wichtige Aufgabe. Sie transportieren die demokratisch legitimen Vorgänge im Parlament nicht ausreichend ins Publikum. Und das gilt lokal wie in Stuttgart oder wie in Hamburg. Es gilt national wie im Deutschen Bundestag. Und es gilt europäisch erst recht. Ich sage das noch einmal. Niemals habe ich eine Debatte aus dem Europäischen Parlament sehen können. Ich will so mein geschichtliches Beispiel anreichern und dort die Frage stellen, war es Politikvermittlung oder, wie Sie sagen, vielleicht die Schuld der Medien, dass es eine Demonstration gegeben hat, die so groß war, wie die Bundesrepublik sie nicht mehr gesehen hat, die alte Bundesrepublik. Es ging nicht um einen Bahnhof, sondern gewissermaßen um die Frage von Krieg und Frieden. Wir gehen nach Bonn im Jahr 1982. Bonn, 10. Juni 1982, NATO-Gipfel. Noch ist Helmut Schmidt als Kanzler im Amt. Einer der Gäste, US-Präsident Ronald Reagan. An diesem Donnerstag kommen 400.000 Menschen in der Hauptstadt zusammen, um gegen den sogenannten NATO-Doppelbeschluss zu demonstrieren. Ihre Angst? Der Rüstungswettlauf zwischen Ost und West wird zu einem Krieg führen. Es ist eine der größten Demonstrationen in der Geschichte der Bundesrepublik. Doch Kanzler Schmidt ignoriert die Kritik. Ich glaube nicht, dass die jungen Menschen die Abrüstungspolitik des Westens kategorisch haben verwerfen wollen. Ich glaube nicht einmal, dass sie sie ganz gekannt haben. PS. Wenige Monate später ist er kein Kanzler mehr. Und der Bundestag billigt die Stationierung der Pershing-2-Raketen. Täuscht der Eindruck, dass Sie die Einwände Hunderttausender schlicht nicht ernst genommen haben gegen diese Politik des NATO-Doppelbeschlusses? Ich habe sie völlig ernst genommen, übrigens nicht ich allein. Denn dieselbe Demonstration hat ein paar Monate später sich gegen Kohl gerichtet, der meine Richtig. Politik fortgesetzt hat. Kohl hat das genauso ernst genommen wie ich. Wir mussten es ernst nehmen, aber wir wussten, dass es notwendig war, bei unserer Politik zu bleiben. Übrigens mit dem großartigen Erfolg, dass tatsächlich 1987, und das war unser Vorschlag, die sogenannten Mittelstreckenraketen auf beiden Seiten, sowohl des Westens wie auf der Seite der Sowjetunion, auf null abgerüstet worden sind. Diese Demonstrationen hatten ja zum Teil sehr idealistische und absolut unpolitische Parolen. Zum Beispiel, lieber rot als tot. Das ist nicht einmal eine Erfindung der Demonstranten. Das gab es schon vorher. Ja, es war ihnen von den kommunistischen Propagandisten eingeträufelt worden. Sie haben es übernommen. Wir haben es ja zum Teil auch diese Demonstrationen finanziert aus Ost-Berlin. Nein, die Vorstellung, dass es nur die Wahl gab zwischen entweder sich der Sowjetunion zu unterwerfen oder sterben zu müssen. Diese Vorstellung war idiotisch. Sie ließ den Spielraum für Politik und Diplomatie völlig außen vor. Tatsächlich hat dann tatsächlich Politik und Diplomatie dieses großartige Ergebnis erzielt, nämlich die Beseitigung von Mittelstreckenraketen auf beiden Seiten. Das war der allererste Abrüstungsvertrag seit 1945. Das heißt, man muss ab und an gegen sein Volk regieren? Nicht gegen das Volk, sondern man muss ab und zu Demonstrationen aushalten. Ja. Und den Widerstand der Partei. Das ist ein Spiegeltitel aus dieser Zeit. Ja. Der Titel, damit stehe und falle ich. Und tatsächlich hat es Sie die Kanzlerschaft gekostet. Kann man so sagen. War es denn ein Fehler, nicht mal die eigene Partei ordentlich zu überzeugen, weil Sie dachten, die müssten Ihnen aus Vernunft sowieso folgen? Ob das ein Fehler war oder ein Unvermögen, darüber kann man streiten. Mhm. Ich würde eher sagen Unvermögen. Es ist mir nicht gelungen, die zu überzeugen. Allerdings haben die Sozialdemokraten im Parlament
solange wie die sozialliberale Regierung im Amte war, zur Stange gehalten. Waren andere Kräfte. Es waren Kräfte, aus denen später die Grünen entstanden sind. Es waren zum Teil Kräfte, die man als Anarchisten bezeichnen kann. Es waren zum Teil Kräfte, die ihre Sympathie für die mörderischen Untaten der RAF, der Baader-Meinhof-Gruppe, öffentlich zum Ausdruck gebracht haben. Es war ein Gemisch von allen möglichen Kräften. Und es kann durchaus vorkommen im Laufe eines Politikerlebens, dass er um seiner Überzeugung willen das Risiko laufen muss, sein Amt zu verlieren. Wer das Risiko nicht laufen will, der gehört nicht in die Politik. Es gibt eine Vertrauenskrise, die von allen Seiten festgestellt und in diesem Jahr besonders häufig belegt werden kann. Liegt das an den Politikern, die nicht erklären können, oder am Volk, das zu viel erwartet? Da spielen viele Faktoren hinein. Entweder oder ist mir zu sehr auf Schwarz-Weiß dressiert. Die Europäer müssen sich unter anderem über eins klar sein. Die Bundesrepublik existiert jetzt seit 61 Jahren. Und eine Regierung nach der anderen, egal was sie vorher in der Opposition demonstriert und resoniert haben, eine Regierung nach der anderen hat fortgesetzt, was die vorangegangene Regierung getan hat. Insbesondere was seit dem Schuman-Plan des Jahres 1990 die europäische Integration angeht. 60, 61 Jahre des Friedens in Europa. Das hat es überhaupt in der ersten Hälfte des Jahrhunderts und in dem ganzen 19. Jahrhundert überhaupt niemals gegeben. Es ist eine unglaubliche Leistung, an der die Amerikaner, aber eben auch die Europäer, an der Spitze die Franzosen, beteiligt sind. Und die Leute, die heute meinen, dass sie wegen eines Bahnhofs genauso demonstrieren müssen wie damals vor 30 Jahren wegen der sowjetischen oder westlichen Atomraketen demonstrieren müssen, denen fehlt ein bisschen das Fingerspitzengefühl für die Größenordnung. Damals ging es tatsächlich um Existenzfragen. Mhm. Heutzutage geht es um eine neue Tunnelstrecke, um einen neuen Bahnhof. Und wie gesagt, leider Gottes hat das Bürgertum in Stuttgart in den vorangegangenen Jahren nicht wirklich mitkriegen können, welche Pläne da geschmiedet wurden. Mhm. Und welche Pläne durch die Regierung des Landes Baden-Württemberg und durch die Bundesbahn auf völlig legale Weise ins Werk gesetzt wurden. Sie haben es nicht mitgekriegt und nun meinten sie plötzlich, dass es ihnen absolut nicht gefällt. Möglicherweise hätte eine rechtzeitige Diskussion zu einem ganz anderen Ergebnis geführt. Möglicherweise wäre der alte Bahnhof stehen geblieben. Aber diese Diskussion hat es eben vorher nicht gegeben. Und ich komme zur Verantwortung der Politiker. Denn das muss man doch einmal herausschälen. Es hat in diesem Jahr Rücktritte gegeben, über die man, oder die es früher vielleicht so nicht gegeben hätte. Ein Bundespräsident geht ohne große Erklärung in Knall auf Fall, kurz nachdem er seine zweite Amtszeit begonnen hat. Was mangelt denn da? Was mangelt denn da? Ist das Pflichtbewusstsein? Ist das Verantwortungsgefühl? Sind solche Rücktritte mit ein Grund für eine Vertrauenskrise? Also bei Herrn Köhler war es sicherlich sein echtes Verantwortungsbewusstsein, was eine große Rolle gespielt hat. Aber Sie irren sich, wenn Sie meinen, es hätte dergleichen früher nicht gegeben. Viele Jahre vorher, Jahrzehnte vorher, gab es den Rücktritt des Bundesinnenministers Heinemann.
Der trat dann anschließend sogar aus seiner CDU-Partei aus. Einen Bundespräsidenten haben Sie aber nicht. Aber er wurde dann Bundespräsident. Ja, gut. Das ist dieselbe Größenordnung wie Köhler. Wenn ein Bundespräsident geht, und da möchte ich doch noch mal zurückkommen, ist das nicht eine eigene Qualität? Das gehört zu den Ereignissen dieses Jahres, die die Menschen verunsichert haben. Das ist wahrscheinlich richtig, was Sie da sagen. Es hat mich auch gestört. Es gibt eine Umfrage im Spiegel, die hat gefragt nach der moralischen Instanz für Deutschland. Und Sie sind der Sieger mit 74% an der Spitze. Sie haben das größte moralische Vertrauen in Deutschland. Freut Sie das oder ist es Ihnen auch ein bisschen unangenehm? Es ist mir ein bisschen unangenehm, ja. Wie erklären Sie sich das? Es gilt übrigens nicht nur für mich. Es gilt ähnlich für Richard Weizsäcker, um einen parallelen Fall daneben zu stellen. Die Erklärung liegt in der Unzufriedenheit mit der gegenwärtigen politischen Führung. Und ist berechtigt? Jedenfalls verständlich. Wir haben eine eigene kleine Umfrage gemacht auf der Straße. Es ist ein bisschen länger her, aber die Frage ist immer noch aktuell. Sie lautete, wünschten Sie sich Helmut Schmidt wieder als Kanzler? Der war nicht schlecht. Helmut Schmidt hat uns sogar die CDU drum beneidet damals. Ja, ja, sofort. Warum? Ich habe damals gegen den demonstriert bei den NATO-Nachrüstungsbeschlüssen und eigentlich hat er recht gehabt im Nachhinein, muss ich sagen. Das Tollste, was Helmut Schmidt geleistet hat, das war damals in Hamburg. Der hat sich überweggesetzt über die anderen, hat keinen gefragt und hat nur menschlich gehandelt, hat somit viele, viele Leben gerettet. Und das war die tollste Leistung, die hätte kein anderer gebracht. Das macht heute niemand. Nein. Warum? Weil ich CDU-Mitglied bin und ich finde, was Angela Merkel macht, fantastisch. Nein, nicht unbedingt. Er war ein sehr guter Mann zur richtigen Zeit damals. Da hat er uns sehr gut getan, schon als Hamburger Senator und auch dann später als Bundeskanzler. Aber heute, denke ich, brauchen wir dann andere Persönlichkeiten. Ja. Warum? Ach, das war noch nicht echter Politiker. Ja. Der hat meine Hochachtung gehabt, im Gegensatz zu vielen Politikern, die wir heute haben. Abgesehen vom Alter und der Gesundheit, würden Sie sich denn zutrauen? Eine Kanzlerschaft in dieser Zeit? Eindeutig nein. Warum nicht? Meines Alters wegen. Und als junger Mann in der Welt, die wir heute haben, die ja viele auch schwierige Aufgaben hat. Ja, ist eine theoretische Frage, die sich praktisch nicht stellt. Hat es sich gelohnt, Herr Schmidt, Ihre Gesundheit aufs Spiel zu setzen und zum Teil auch den Familienfrieden für dieses Amt? Das ist eine Frage, die ich mir bisher nicht gestellt habe, auf die ich mich innerlich nicht vorbereitet habe und die ich infolgedessen auch nicht beantworten kann. Es gibt ein neues Buch, das sich mit Ihnen beschäftigt. Geschrieben hat es Theo Sommer. Und er beschreibt darin, dass Sie gesundheitlich häufig so schwer angeschlagen waren, dass Sie auch Fehlentscheidungen getroffen haben. Er beschreibt zum Beispiel den Zeitraum der Umweltbewegung und sagt, angeschlagen, wie er war, misslang ihm Entscheidendes. Er warf nur noch einen schmalen, geistigen Schatten. Auf die Umweltbewegung reagierte er viel zu spät. Und was ist die Frage? Die Frage ist, ob er recht hat. In einem erheblichen Maße, ja, hat er recht. Das heißt, Sie haben aus gesundheitlichen Gründen nicht immer so regiert, wie Sie es hätten tun wollen. Ich bin ein Umweltschützer seit meiner Schulzeit. Ja. Meine Frau ist Umweltschützerin seit ihrer Schulzeit gewesen.
eine eigene Stiftung gegründet, alle möglichen Aktivitäten zum Umweltschutz entwickelt, erfunden. Wir haben aus unserem gemeinsamen Familieneinkommen einen erheblichen Teil an Geld ausgegeben für Umweltschutzzwecke. Aber eine ausgesprochene Umweltschutzpolitik habe ich nicht betrieben, das stimmt. Mhm. Wir hatten andere, drängendere Probleme. Zum Beispiel das Problem, dass wir bedroht waren mit ungezählten sowjetischen Raketen, jede mit 3 Atomsprengköpfen. Mhm. Sie konnten mit einer einzigen dieser Raketen gleichzeitig Köln und Dortmund und Essen auslöschen. Probleme diesen Gewichtes haben andere Probleme, wie zum Beispiel Umweltschutz, in den zweiten oder in den dritten Rang gerückt. Das stimmt. Der Präsident der Vereinigten Staaten hieß damals Jimmy Carter. Er muss unter Ihnen schrecklich gelitten haben in dieser Zeit. Er hat gerade seine Tagebücher veröffentlicht. Und er beschreibt darin Sie nicht besonders freundlich. Er sagt, Ihre Stimmungen haben so sehr geschwankt, dass es ihm erscheine, nicht nur Frauen hätten ihre Tage. Er sagt, ich bin froh am Ende seiner Amtszeit, dass ich Schmidt jetzt an Reagan abgeben kann. Tut es Ihnen im Nachhinein etwas leid, dass Sie mit dem so umgesprungen sind? Nein, tut mir nicht leid. Ich habe mit vielen amerikanischen Präsidenten zu tun gehabt. Mit Nixon, mit Ford, mit Carter und mit Reagan. Und mit allen sehr gut ausgekommen, außer mit Carter. Und das lag nicht bloß an mir. Aber er hat gelitten unter Ihnen. Das mag so sein. Trifft der Vorwurf der Überheblichkeit auf Ihre Amtszeit zu? Sie müssten sagen, Überheblichkeit gegenüber einem Amerikaner, nämlich gegenüber Jimmy Carter. Das meinen Sie? Und da würde ich zögern mit der Antwort. Und zum Schluss würde ich sagen, nein, es trifft nicht zu. Gegenüber anderen auch. Es gibt einen unnachahmlichen Künstler, der das einmal porträtiert hat. Der Mann heißt Loriot. Und er hat diese Charaktereigenschaft des Mannes, der immer recht hat, wie gesagt, in seiner unnachahmlichen Art und Weise einmal so gezeigt. Bonn. Die undurchsichtige Finanzlage der Bundesrepublik und Probleme des gemeinsamen Marktes veranlassten den Bundeskanzler und Bundesernährungsminister Ertl, zu diesen Themen Stellung zu nehmen. Zunächst der Bundeskanzler. Hat die Bundesregierung ihre Grundrechnung überprüft, von der die Opposition immer sagte, dass sie falsch sei? Also darüber habe ich mir schon früher ein mildes Lächeln nicht verkneifen können. Herr Nowotny, die Beamten des Bundesministeriums der Finanzen sind nun wirklich die Fachleute in Deutschland, die ausrechnen, was etwas kostet. Und wenn es Leute gibt, irgendwo in der Provinz, die meinen, sie könnten besser rechnen, dann kann man sie offenbar in ihrem Glauben nicht erschüttern. Aber die Rechnungen der Bundesregierung sind natürlich sehr sorgfältige und fundierte Rechnungen. Also Sie waren mal ab und zu überheblich gegenüber politischen Gegnern in Deutschland und gegenüber der Presse. Und das war wahrscheinlich Ihrer Meinung nach immer in Ordnung so. Ich will mal zunächst sagen, dass mir Loriot viel Spaß gemacht hat. Ja, wir uns auch. Ich fand den Mann fabelhaft. Ich finde ihn heute noch fabelhaft. Hat er Sie denn gut getroffen? Zum Beispiel mit dieser Karikatur hat er mich richtig getroffen, ja. Überheblichkeit gegenüber der Presse würde ich generell sagen, stimmt nicht. Gegenüber bestimmten Leuten in der Presse, ja, durchaus. Durchaus. Man muss sich auch seiner Haut wehren können. Die Journalisten sind zum Teil so geartet, dass sie sich jede Frechheit erlauben in Frageform und sie ganz beleidigt sind, wenn sie eine Frechheit als Antwort bekommen. Journalisten sind ähnlich wie Politiker, eitel und geltungsbedürftig. Und wenn sie nicht gedruckt werden, sind sie ganz unglücklich. Wenn sie nicht gesendet werden, sind sie auch ganz unglücklich. Sie haben dieselben Fehler, dieselben allzu Menschlichkeiten.
Aber sie sind nicht grundsätzlich was anderes. Ich zähle die politischen Journalisten, dazu zähle ich sie auch, und die Politiker zusammen und nenne das die politische Klasse. Einschließlich der politischen Journalisten. Es ist ein und dieselbe Klasse. Und sie ist gekennzeichnet nicht nur durch Zielsetzung, sondern auch durch charakterliche Eigenschaften, insbesondere durch Geltungsbedürfnis und Eitelkeit. Das gilt für alle Politiker und beinahe für alle politischen Journalisten. Sollen wir dagegen kämpfen oder es akzeptieren? Also der Kampf dagegen hat nicht sehr viel Aussichten. Ich glaube, Sie müssen Ihren eigenen Charakter akzeptieren, so wie er ist. Menschen wie Thilo Sarrazin scheinen davon zu profitieren, dass die politische Klasse in ihrer Definition, das gilt für die führenden Politiker, aber auch für führende Verlagshäuser, in Bausch und Bogen verurteilen, was er schreibt. Ist das ein Fehler? Es war ein Fehler, ja. Es war zunächst die politische Klasse im engeren Sinne. Und ein Teil der Journalisten hat schneller gemerkt, dass sie auf dem falschen Dampfer saßen, als ein großer Teil der Politiker. Manches von dem, was Sarrazin an Problemen dargestellt hat, ist richtig gesehen. Manches ist übertrieben. Einige schwere Fehler sind bei ihm auch vorgekommen. Aber ich habe von Anfang an zum Beispiel mich absolut dagegen ausgesprochen, den Sarrazin aus seiner Partei rauszuschmeißen. Das halte ich für richtigen Unfug. Es wird gelingen, glauben Sie, die SPD wird das schaffen? Weiß ich nicht. Das ist nicht mein Bier. Das ist jetzt wirklich Tagespolitik. Aber es ist Ihre Partei und das seit bald 65 Jahren. Muss ich mal nachzählen, ob das wirklich stimmt. 46. Seit 46, ja. Nein, das ist Tagespolitik. Der Mann hat manche Probleme mit Recht angesprochen und hat eine Diskussion ausgelöst, die dringend notwendig war. Und was war sein Fehler? Einer der Fehler auf seiner Seite war, dass er Vererbung in einen Topf geworfen hat mit kultureller Tradition. Mhm. Erziehung im Rahmen einer bestimmten Zivilisation, oder die Deutschen sagen meistens Kultur, in einer bestimmten Familie, in einer bestimmten Schule, in einer bestimmten Umwelt, ist eine Sache. Ganz was anderes ist, was die Gene in einem Menschen bewirken. Meine Frau hat immer aus Spaß gesagt, sie hat ein bisschen asiatische Gesichtszüge gehabt im Gesicht. Sie hat immer aus Spaß gesagt, sie stammte doch von Genghis Khan ab. Das heißt, sie hat immer ihre Witze gemacht über die Gene. Und ich bin auch geneigt, über diese Abstammungsideologie meine dummen Witze zu machen. Mhm. Das hat er falsch gemacht. Mhm. Wenn er sich beschränkt hätte auf das Problem des Zusammenpralls völlig verschiedener zivilisatorischer Traditionen, dann hätte er recht gehabt. Es heißt immer, er hätte ein Tabu gebrochen. Es wäre nicht gesprochen worden über Integrationsprobleme. Ganz so einfach kann man sich das nicht machen. Alleine Helmut Schmidt hat über dieses Thema lange gesprochen. Ein paar gesammelte Zitate der letzten Jahre. Herbst 1964. In Köln wird unter großem Jubel der millionste Gastarbeiter begrüßt. Etwa 10 Jahre später, während der Ölkrise 1973, verordnet die Bundesregierung unter Willy Brandt einen Anwerbestopp. Dies ist natürlich keine feindselige Haltung gegenüber ausländischen Arbeitnehmern, aber wir müssen in einer solchen Situation natürlich zuerst an unsere eigenen Landsleute denken. Der damalige Finanzminister und spätere Bundeskanzler Helmut Schmidt hält es in der historischen Rückschau für einen Fehler, dass wir zu Beginn der 60er Jahre Gastarbeiter aus fremden Kulturen ins Land holten. Er glaube, so Schmidt 2005, dass wir uns übernommen haben mit der Zuwanderung von Menschen aus völlig anderen kulturellen Welten.
Und weiter, 7 Millionen Ausländer in Deutschland sind eine fehlerhafte Entwicklung. Die Zuwanderung von Menschen aus dem Osten Anatoliens oder aus Schwarzafrika löse das demografische Problem nicht, es schaffe nur ein zusätzliches, dickes Problem. Und 2008 warnte der Ex-Kanzler, wer die Zahlen der Moslems in Deutschland erhöhen will, nimmt eine zunehmende Gefährdung unseres inneren Friedens in Kauf. Herr Schmidt, müssen Sie mit diesen Äußerungen befürchten, aus der Partei ausgeschlossen zu werden, wie Herr Sarrazin? Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass diese Äußerungen vernünftig sind und ich würde sie ähnlich heute wiederholen. Warum ist das Merkmal Religion so wichtig bei der Zuwanderung? Immerhin ist einer der Menschen, von denen Sie gesagt haben, dass Sie sie wahrlich geliebt haben, ein Muslim gewesen, richtig. Anwar el-Sadat. Richtig. Die Religion ist nicht alleine ausschlaggebend. Aber zum Beispiel, hier war die Rede von Ostanatolien. Da spielt die Religion schon auf dem Dorf eine ganz große Rolle. Aber nicht nur die Religion, sondern auch die Art und Weise, wie man in der Familie miteinander lebt. Zum Beispiel die überragende Stellung des Vaters gegenüber seinen Kindern. Da werden die Töchter verheiratet gegen ihren Willen. Da muss die Ehefrau das tun, was der Mann will. Das ist eine andere Zivilisation. Übrigens war Sarrazin nicht der Erste, der das Problem gesehen hat. Ich erinnere an den Amerikaner, Samuel Huntington, heute vor etwa 15 Jahren, Mitte der 90er, kam er mit einem Aufsatz in der amerikanischen Zeitschrift Foreign Affairs, in der er das Wort geprägt hat von der Möglichkeit eines künftigen Clash of Civilizations. Er hat nicht von einem Clash der Gene geredet, sondern der zivilisatorischen Tradition. Völlig richtig. Ja. Und die muslimische Tradition ist begründeterweise unter stärkerem Verdacht als andere? Nicht ganz ausschließlich, aber zum Beispiel die muslimischen Traditionen rund um den Persischen Golf. Nicht notwendigerweise die muslimischen Traditionen in Marokko. Nicht notwendigerweise die muslimischen Traditionen in einigen asiatischen Staaten. Das Schlimme ist, dass bei allen Religionen, ob Islam oder Christentum und zum Teil auch Judentum, dass alle Religionen und ihre Bischöfe und ihre Ayatollahs den Gläubigen beigebracht haben, auf die andere Religion herabzusehen, sie für minderwertig zu halten. Ich bin erleuchtet und was ich glaube, ist Gott gefällig, aber das, was du glaubst, das ist das Gegenteil von dem, was Gott von dir erwartet. Diese Einstellung gegenüber anderen Religionen ist im Christentum sehr ausgeprägt. Denken Sie nur im Mittelalter an die unzähligen Kreuzzüge. Das Kreuz in der linken Hand, aber das Schwert in der rechten Hand. Und in Wirklichkeit waren es Eroberungskriege. Und sie haben Königtümer errichtet in einer Gegend, die heute Palästina heißt. Das heißt, es ist eine alte christliche Tradition, herabzusehen auf die Muslime. Und das hat natürlich Gegenreaktionen auf muslimischer Seite herausgefordert. Der Mann, den Sie erwähnt haben, Anwar el-Sadat, war ein wunderbarer Kerl. Der wusste über das Christentum viel besser Bescheid als ich. Er wusste auch über seinen Islam besser Bescheid als ich. Und von dem habe ich gelernt, eigentlich muss man jeden einzelnen Menschen seine Religion lassen, an die er glaubt, und darf nicht versuchen, ihn davon abzubringen. Das heißt, ganz früh hat sich bei mir ein Argwohn gebildet gegenüber dem Missionsgedanken, gegenüber dem Gedanken, andere Leute von ihrer Religion abzubringen, insbesondere von der sogenannten Judenmission, die in Deutschland ja älter ist als die Nazizeit.
Dann müsste man aber doch als Deutscher heute, wie Christian Wulff, der Bundespräsident, sagen, der Islam gehört auch zu Deutschland. Ich würde das ein bisschen anders ausdrücken. Einstweilen haben wir in Deutschland 3,5 oder 4 Millionen Muslime, die nicht alle deswegen in die Moschee gehen. Und die nicht alle das Freitagsgebet einhalten. Aber viele doch. Und natürlich werden ein Teil dieser Muslime deutsche Staatsbürger und gehören genauso zu Deutschland wie die anderen, die immer noch der christlichen Kirche angehören und wie die vielen, vielen zig Millionen, die inzwischen aus ihrer Kirche ausgetreten sind, auch zu Deutschland gehören. Ein bisschen kann man den Wulff missverstehen, wenn man das unbedingt will, als zu einseitig. Ich würde ihn nicht so missverstehen wollen. Hätten Sie was dagegen, eine Moschee in Ihrer Nähe zu haben? Nein. Warum soll ich was dagegen haben? Haben Sie zwischendurch mal Döner probiert? Warum sollte ich? Wenn ich dazu eingeladen werde, werde ich ihn essen. Aber bisher hat mich keiner eingeladen. Haben Sie den Koran gelesen, wie Sie es vorhatten? Nee, habe ich nicht. Teilweise ja, aber nicht wirklich studiert. Teilweise ja. Was sollen wir denn jetzt machen in Deutschland? Die Wirtschaft sagt, sie braucht Fachkräfte in Deutschland. Dann soll sie gefälligst ausbilden. Auch wenn es nicht mehr genügend Kinder gibt, um unseren Sozialstaat zu finanzieren? Einstweilen gibt es noch genügend Kinder und einstweilen gibt es innerhalb der Europäischen Gemeinschaft Freizügigkeit. Mhm. Das heißt, wir werden es zu tun haben mit der Einwanderung polnischer Arbeitskräfte. Wir haben es zu tun mit der Einwanderung tschechischer Arbeitskräfte. Es gibt keinen Mangel einstweilen an Menschen bei uns. Das ist ein Irrtum. Aber die Wirtschaft soll gefälligst die Leute ausbilden. Natürlich wird es im Laufe dieses Jahrhunderts dahin kommen, dass ein und derselbe Mensch im Laufe seines Lebens mindestens 2, vielleicht 3 ganz verschiedene Berufe ausübt. Mhm. Ich kann nicht einen 65-jährigen Omnibusfahrer der Hamburger Hochbahn AG noch mit 66 oder 67 einen Omnibus fahren lassen. Aber er ist noch arbeitsfähig. Warum soll er nicht an einem Schreibtisch sitzen und einen Computer bedienen? Das muss er allerdings nicht dann mit 66 lernen. Das muss er dann eigentlich schon mit 48 oder 52 lernen. Also brauchen wir keine Zuwanderung der Fachkräfte wegen oder des Arbeitsmarktes wegen, Ihrer Meinung nach? Nein. Zuwanderung aus fremden Zivilisationen schafft mehr Probleme, als es uns auf dem Arbeitsmarkt an positiven Faktoren bringen kann. Zuwanderung aus verwandten Zivilisationen, zum Beispiel aus Polen, ist problemlos. Zum Beispiel aus Tschechien, ist problemlos. Zum Beispiel aus Österreich, ist problemlos. Aus Italien, ist problemlos. Es fängt an bei etwas östlicheren Gegenden. Zum Beispiel Zuwanderung aus Anatolien ist nicht ganz problemlos. Zuwanderung aus Afghanistan bringt erhebliche Probleme mit sich. Zuwanderung aus Kasachstan bringt Probleme mit sich. Es sind andere Zivilisationen. Nicht wegen ihrer anderen Gene, nicht wegen ihrer anderen Abstammung, aber wegen der Art und Weise, wie sie als Säugling, wie sie als Kleinkind, wie sie als Schulkind, wie sie als Kind in der Familie erzogen worden sind. Herr Schmidt, wir werden viele Fragen heute nicht mehr klären können, aber in alter Tradition würde ich gerne versuchen, eine schnellere, kurze Runde zu machen mit Dingen, die wir streifen. Wichtig erscheint mir die Frage, weil Sie ein China-Freund sind. War es richtig, den Friedensnobelpreis in diesem Jahr an den Chinesen Liu Xiaobo zu geben? Ich habe mich gewundert über die Vergabe dieses Friedenspreises. Ich hatte mich das vorige Mal auch schon sehr gewundert. Da haben Sie den Friedenspreis an Obama verliehen. Ja. Das heißt, Sie haben die Folgen dessen, was Sie taten, nicht richtig bedacht. Die haben Sie auch in diesem Falle wahrscheinlich nicht richtig bedacht. Haben Sie vom Aktienboom der letzten Monate profitiert? Persönlich? Ganz gewiss nicht.
denn ich habe gar keine Aktien. Goldreserven? Könnte sein, aber minimal. Wie gefährlich sind die Enthüllungen durch WikiLeaks von 250.000 geheimen diplomatischen Depeschen? Gefährlich sind sie für die Amerikaner. Es handelt sich im Wesentlichen um amerikanische Diplomaten, die hier bisher bloßgestellt worden sind. Sehr unangenehm für die Amerikaner. Ansonsten nicht sonderlich gefährlich. War es richtig, dieser Regierung Merkel den Atomausstieg der letzten Regierung wieder umzukehren? Es ist auch Tagespolitik. Da möchte ich mich nicht einmischen. Die Deutschen haben seit 1950er Jahren die Kernkraft aufgebaut als Quelle für elektrische Energie. Und dann ist später ist Mode geworden, sie zu verteufeln. Man muss sich darüber klar sein, dass in der ganzen Welt, in Russland, in China, in Südamerika, in Frankreich, überall werden nukleare Kraftwerke neu gebaut. Mhm. Nur bei uns in Deutschland nicht. Es ist ein Fall, wo die Deutschen wieder mal sich einbilden, wir alleine wissen es besser als die ganze Welt. Das kommt mir, gelinde gesagt, etwas seltsam vor. Also würden Sie neue Atomkraftwerke in Deutschland auch... Das habe ich damit gar nicht gesagt. Ich wundere mich nur darüber, dass die Deutschen sich einbilden, als Einziger auf der Welt es besser zu wissen. Kann man eigentlich sagen, Herr Schmidt, die Sozialdemokratie hat ihre beste Zeit hinter sich? Ich hoffe, dass Sie Unrecht haben. Das war ja eine Frage, keine Feststellung. Ich hoffe, dass Sie Unrecht haben. Sollte Ihre Partei einen Mann wie Peer Steinbrück wiederholen und ihn zum Kanzlerkandidaten machen statt Sigmar Gabriel? Das ist auch Tagespolitik, will ich auch nichts dazu sagen. Haben Sie eine persönliche Präferenz? Ich habe eine persönliche Meinung über Steinbrück. Der hat als Finanzminister seine Sache in der Großen Koalition ausgezeichnet gemacht. Und soll erst mal einer nachmachen. Was können Sie Lobendes über Sigmar Gabriel sagen? Ich bin nicht verpflichtet, über jeden Sozialdemokraten hier positive Urteile abzugeben. Aber vielleicht über den Chef der Sozialdemokraten? Nein, das ist Tagespolitik, will ich nicht. Sie sagen immer, das ist Tagespolitik, wenn Sie in Wahrheit nichts Schlechtes sagen wollen, stimmt's? Nein, weil ich in meinem Alter keine Lust habe, mir auf die alten Tage noch neue Feinde zu machen. Wie lange bleibt Angela Merkel Kanzlerin? Das möchte sie selber gerne wissen. Wieso soll ich das wissen? Aber dass wir noch mal Wahlen haben werden vor 2013, halten Sie für wahrscheinlich oder unwahrscheinlich? Die Koalition ist ja nicht sehr stabil. Ich halte es für möglich. Mhm. Für möglich? Wäre möglich, ja. Herr Schmidt, wir haben auf diesem Tisch ein paar der vielen Bücher gelegt, die Sie geschrieben haben. Sie haben vor kurzem in meinem Interview gesagt, ein paar Jahre habe ich noch. Haben Sie neue Bücher zu schreiben vor? Was sind Ihre Pläne? Also, im Augenblick habe ich nicht die Absicht, ein neues Buch zu schreiben. Ich muss wahrscheinlich ein Sammelbuch herausgeben, das sich beschäftigt mit den Fragen des Verhältnisses der verschiedenen Religionen zueinander, der verschiedenen religiös beeinflussten Zivilisationen zueinander, der religiös geprägten Staaten zueinander. Da muss ich noch mal einen abschließenden Aufsatz schreiben. Das habe ich mir vorgenommen fürs kommende Frühjahr. Ob ich das schaffe, das liegt nicht bei mir. Sie haben vor einiger Zeit auch hier gesagt, dass Sie den Glauben, den persönlichen Glauben, verloren hätten, schon vor langer Zeit. Ja, weitgehend verloren, ja.
Wenn ein Mensch, der einem nahesteht, stirbt, ist doch der Glaube an ein Leben nach dem Tod ein tröstlicher Gedanke. Und viele kommen in Krisensituationen wieder dazu. Haben Sie in diesem Jahr einen Weg dahin gefunden? Nein, ich habe mich an das gehalten, was meine Frau selbst geglaubt und gesagt hat. Meine Frau ist von Hause aus eine Biologin, eine Botanikerin in spezieller Weise, aber vor allen Dingen eine Biologin und eine Anhängerin von Charles Darwin. Und sie war der Meinung, wenn ein Mensch stirbt, ob er nun verbrannt wird oder beerdigt wird oder seine Asche auf See ausgestreut wird, in jedem Fall die Atome oder die Moleküle, aus denen er zusammengesetzt war, die bleiben nach. Mhm. Und eines Tages werden sie möglicherweise von einer Pflanze, die da wächst, aufgenommen und gebraucht zum Aufbau dieses neuen Baumes. Oder möglicherweise werden sie von einem Tier mitgefressen, das irgendwelche Samen frisst. Es geht kein Molekül verloren. Das war ihre Meinung. Und die hat mich immer überzeugt. Sie haben mit Ihrer Frau über alles geredet, glaube ich, über alle Fragen dieser Welt. Haben Sie über das Sterben auch geredet? Haben wir getan, ja. Mehr als einmal. Hatte sie Angst davor? Nein. Sie hatte keine Angst und ich habe auch keine Angst. Henning Foscherau hat in einer sehr, sehr bewegenden Trauerrede über Sie gesagt: Helmut, du musst uns dabei helfen, damit aus dem abendlichen Alleinsein in Langenhorn nicht Einsamkeit wird. Lassen Sie Ihre Freunde helfen? Einstweilen noch nicht. Einstweilen ist es noch nicht notwendig. Aber Sie würden dann? Wahrscheinlich. Es gibt ein letztes Buch, das wir auf diesen Tisch legen wollen. Ihre Frau war sehr aktiv in diesem Jahr und sie hat 3 Bücher gemacht. Ja. Und das dritte ist gerade erschienen. Ja. Haben Sie es schon gesehen? Ich habe es im Manuskript gelesen. Es hätte Sie gefreut, das noch zu sehen. Hm. Ja. Davor kam eins, das hieß, ich glaube, auf dem roten Teppich. Als die ersten Belegexemplare kamen, habe ich es ihr eins gezeigt, aber sie hatte nicht mehr die Kraft, es aufzuschlagen. Dies hat sie nicht mehr miterlebt. Das Manuskript hat sie noch durchgesehen. Herr Schmidt, Sie feiern in der nächsten Woche Ihren Geburtstag. Also Menschen feiern Ihren Geburtstag. Dann kommt Weihnachten, am Tag danach. Wie werden Sie das dieses Jahr begehen? Beide Tage. Das ist eigentlich eine etwas zu private Frage. Jedenfalls wird die alte Tradition nicht gebrochen, dass eine kleine Zahl alter Freunde eingeladen wird und wir gemeinsam zu Abend essen. Dann wünschen wir einen guten Abend dabei. Und ich bedanke mich sehr für das Gespräch am heutigen Abend. Herzlichen Dank. Das war's von dieser Seite. Sie sehen morgen, wie immer hart, aber fair an dieser Stelle, sind wir dann wieder bei Ihnen in der nächsten Woche an einem Dienstag. Jetzt kommen die Kollegen des Nachtmagazins. Einen wunderschönen Abend noch.